Die Basics haben wir durch. Heute geht es um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ausfallschrittvarianten. Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen Kern-Tutorial. Und heute geht es mal wieder um Ausfallschritte. Das sind ja ein grundlegendes Muster im funktionellen Training, sollten damit langfristig in jedem Trainingsplan irgendwie ja mit eingebaut sein. Und wir haben da vor ein paar Wochen schon mal ein Kern-Tutorial gemacht zu den ganzen Grundlagen. Also wie weit schiebe ich mein Knie nach vorne, wie achte ich da auf meine Beinachsen, wie breit oder eng stelle ich mich. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann verlinken wir euch mal hier. Solltest du das vielleicht unbedingt noch auschecken, weil heute geht es in erster Linie um die verschiedenen Varianten an Ausfallschritten und um die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Varianten, weil wir hier in der Praxis immer wieder erleben, dass Trainierende sich dann doch gar nicht so viel Gedanken machen, wie ich denn die Ausfallschritte mache. Und darüber kann man einfach sehr, sehr schöne Schwerpunkte setzen. Und auch hier geht es mal wieder nur darum, Schwerpunkte zu setzen. Also es gibt keine besseren oder schlechteren Ausführungen. Ja, es gibt nur gewisse Vor- und Nachteile. Und zwar ist der Ausfallschritt ja in der Regel so, dass ich eben in meiner ganz normalen Grundposition bin. Ich nehme mir in irgendeiner Art und Weise ein Gewicht dazu, sei es jetzt eine Langhantel irgendwie auf die Schulter, sei es Kurzhantel oder Kettlebell in die Hände. Ich könnte ja auch eine Kettlebell in eine Frontrack oder eine Overhead-Position bringen. Das kann ich auf beiden Seiten machen. Damit kann ich extrem viele Schwerpunkte schon mal setzen, aber darum soll es jetzt heute in diesem Video nicht gehen, sondern es geht im ersten Schritt darum, zu schauen, was mache ich für eine Ausführung. Ja, die klassischste Ausführung wäre einfach zu sagen, okay, ich stehe am Fleck, angenommen, ich nehme jetzt Kurzhantel oder Kettlebell in die Hand und ich gehe halt hier tief und wieder hoch. Das hat den Vorteil, dass ich ja eine sogenannte Time and Attention habe. Also das Bein vorne ist permanent am Boden und die Muskulatur ist damit permanent unter Spannung. Je nachdem, mit welcher Intensität ich das mache, also mit welchem Gewicht, setze ich dann einen gewissen Trainingsreiz. Ja? Ich könnte in der Ausführung beispielsweise sehr schön einen Hypertrophie-Reiz setzen. Ich wähle mir also eine Intensität, die irgendwo so bei 70-80% von meinem Max liegt und mache damit 10, 12, 15 Wiederholungen. Und habe eben einen sauberen Hypertrophie-Reiz. Hat einen gewissen Nachteil, dass der Rumpf in dieser Variante im Vergleich zu anderen Varianten jetzt nicht unbedingt so stark arbeiten muss. Ja? Eine andere, wo der Rumpf dann wiederum aktiver ist, wäre zu sagen, okay, ich nehme mein Gewicht und mache immer wieder mit einem Fuß einen großen Schritt nach vorne, gehe hier tief in den Ausfallschritt und stelle wieder nach hinten bei. In dem Moment, wo der Fuß den Boden berührt, muss mein Rumpf stabilisieren und ich habe deutlich größere Effekte auf meine Körperspannung. Also wenn ich jetzt beispielsweise als Spielsportler, Fußballer, Handballer, Basketballer Ausfallschritte mache, könnte ich damit deutlich mehr für meine Körperspannung machen. Jetzt muss ich mir auch hier wieder überlegen, mache ich immer nur die eine Seite oder wechsle ich das vielleicht direkt ab? Ja, hat beides Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt aber diesen Schritt nach vorne mache, dann habe ich natürlich immer einen kurzen Impact auf dem vorderen Bein. Ja, angenommen, du hast jetzt irgendwelche Vorerkrankungen im Knie, ja, vielleicht einen akuten Kreuzbandriss, der ist ein paar Monate her, dann würde ich diesen Impact unbedingt vermeiden. Und dann könnte ich die Variante genauso machen, aber ich mache den Schritt nicht nach vorne, sondern nach hinten. Also ich stelle mich wieder hin, hole ein Bein, mache einen großen Schritt nach hinten, gehe tief und wieder hoch. Was hier im Endeffekt wieder entsteht, es arbeitet ja auch das rechte Bein, genauso wie in der Ausführung eben, aber es ist immer am Boden, es entsteht wieder eine Time and Attention, also es ist wieder besser für einen Hypertrophie-Reiz und vor allen Dingen haben wir hier nicht diesen Impact wie in der Variante davor. Auch hier, das Bein ist ja kurz in der Luft, setzt hinten wieder auf, muss der Rumpf deutlich mehr stabilisieren. Okay, das wäre dann schon mal Variante 3 und Variante 4, um dem Rumpf quasi noch mehr abzuverlangen, wäre dann ein klassischer Walking Lunge, was ja so die Ausführung ist, die die meisten Mitglieder unter euch ja von hier kennen. Bedeutet, ich gucke, dass ich ein bisschen Platz habe, stelle mich hin, arbeite mit meinem Gewicht und mache einfach einen ganz normalen gehenden Lunge nach vorne. Hier habe ich jetzt im Endeffekt ja kaum noch Time and Attention, weil ich immer nur 1-2 Sekunden Belastung habe und dann macht ja das Bein wieder einen Schritt, ist kurz in der Luft. Ich habe die Muskulatur ja gar nicht mehr unter Spannung, was
im Endeffekt vermeintlich für einen Hypertrophie-Reiz ein Nachteil sein kann, aber wie gesagt, für den Rumpf und für die Körperspannung extrem wertvoll ist. Dementsprechend haben wir hier 4 verschiedene Varianten, wie du Ausfallschritte machen kannst. Alle mit Vor- und Nachteilen. Überleg dir einfach nur, welchen Reiz willst du setzen. Dann entscheide dich bewusst für eine gewisse Phase in deinem Trainingsplan für eine Ausführung. Steiger die progressiv, ja, erhöhe vielleicht die Sätze, erhöhe die Intensität. Überleg dir, nehme ich das Gewicht an die lange Hand, nehme ich es vielleicht in den Front Rack, nehme ich eine Langhantel, eine Kurzhantel, wie auch immer. Und dann zieh es durch. In diesem Sinne, ich hoffe, mit dem Tutorial kannst du was anfangen. Wenn ja, lass uns einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und am Sonntag, wie gehabt, ein ganz normales, neues YouTube-Video.